Hi da, was geht ab, Leute? Hier mit einer kleinen Diskussion heute. Und zwar wurde ja gestern, für euch ist es dann vorgestern, das nächste CD-Pokémon angekündigt. Und es ist Lavita. Viele haben es vermutet, jetzt ist es offiziell bestätigt. Shiny Lavita kommt. Shiny Despota. Ich glaube, abgesehen von Dragon, jetzt das erste wirklich nützliche Pokémon, das Shiny kommt. Ich meine, was gab es bisher? Pikachu. Dratini, Dragoran ist okay gewesen. Dann Bisasam, Voltilam. Also Bisaflor war auch noch okay. Voltilam, beziehungsweise Ampharos, was ziemlich nutzlos war. Glurak war cool. Der Shiny war cool, aber an sich das Pokémon jetzt hatte eigentlich keinen Gebrauch. Feuer braucht man jetzt momentan nicht unbedingt. Und außerdem gibt es immer noch Entei und Lavados. Aber jetzt Despota. Despota überkrass. Ihr wisst, ich bin großer Despota-Fan. Immer am Kämpfen mit Despota. Und das Krasse jetzt. Und zwar wurde das jetzt geleakt auf chinesischen, japanischen Seiten, was weiß ich. Wurde das aus Versehen von Niantic wieder mal angekündigt. Und zwar wurde bereits die Attacke für Despota bekannt gegeben. Die exklusive CD-Attacke. Was ganz Neues, es ist keine Lade-Attacke, sondern die Fast Attack. Und es ist Katapult, eine Gesteinsattacke. Und damit soll Despota der beste Gesteinsangreifer werden. Momentan ist das Geowatz. Ihr wisst, ich bin auch ein großer Geowatz-Fan. Geowatz ist einfach Bombe im Kämpfen. In Arena-Kämpfen und allgemein in Raids. Der war gut gegen die Vögel, Arctos, Lavados, Zapdos. Der war gut gegen Entei. Der war gut gegen Raikou. Der war gut gegen Rayquaza. Gegen die Latias. Latios ist ja auch nicht so schlecht. Was gab es sonst noch so? Hammer gegen Ho-Oh. Ganz gut gegen Lugia. Alter, das war der legendäre Killer schlechthin. Und jetzt ist halt das Klasse, Despota. Ich habe mir die Attacke noch nicht ganz genau angeschaut, die ganzen Statistiken und so, aber die ganzen Leute labern, sagen, munkeln, dass dadurch Despota zum besten Gesteinsangriffer werden soll, was halt echt krass ist und er damit dann Geowatz einfach ablöst. Und wir haben jetzt ein paar Attacken bekommen, wodurch die Pokémon natürlich besser geworden sind, wie zum Beispiel Bisaflor oder Glurak, aber jetzt echt noch nicht sowas Überkrasses, wo, sagen wir mal Meta, also eigentlich gibt es kein Meta in Pokémon. Meta ist so ein Gaming-Term, Gaming-Begriff. Aber dass er dann Geowatz ablöst, ist echt heftig. Dann bräuchte man theoretisch 12 Despota. 6 mit Unlicht bis Knirscher und 6 mit Gestein dann. Katapult, Steinkante. Also das Event wird auf jeden Fall krass, da muss man auf jeden Fall reinhauen. Vor allem wenn es halt echt so wichtig, so stark wird. Und es ist ja zeitlich begrenzt. Nur innerhalb der 3 Stunden kann man sich diese Power Gesteins Despotas entwickeln. Ansonsten war's das. Also innerhalb dieser 3 Stunden musst du eigentlich 6 Despota entwickeln. Damit du 6 mal den besten Gesteinsangreifer dann hast. Und das ist halt eben das Krasse. Davor, Bisaflor, okay, er war gut, bester Pflanzenangreifer geworden, aber man musste sich jetzt nicht unbedingt 6 in den 3 Stunden machen. Genauso dasselbe von Glurak, man musste sich jetzt nicht unbedingt 6 machen. Aber wenn er echt der beste Gesteinsangreifer wird, dann musst du dir einfach in den 3 Stunden 6 Despota entwickeln. Deswegen ist das, ich glaube Schilling hat es auch in seinem Video beschrieben, im Titel. Der Spieletrend hat den C-Day den wohl besten C-Day genannt und genau so ist es. Man muss da einfach reinhauen, man hat echt nur 3 Stunden, um sich den besten Gesteinsangreifer zu machen. Ich habe glaube ich bester Gesteinsangreifer jetzt richtig oft gesagt. Auf jeden Fall, das war's zum Thema Despota und C-Day. Übrigens gibt es auch dreifach EP mit Glücksei, 6-fach EP, aber nur fürs Fangen. Also das haut auch auf jeden Fall rein. Auch ziemlich saftig. Anderes Thema, worüber ich auch noch sprechen wollte, kurz, ist das Thema, also Events nicht, also darüber gehen wir vielleicht separat nochmal, aber die ganzen Pokémon, die uns jetzt sozusagen geschenkt werden, in den Arsch beinahe geschoben werden. Für manche ist es sogar zu viel. Ich höre viele Spieler, die sagen, ja, Dragoran oder Despota verlieren jetzt an Wert. Was meiner Meinung nach halt vollkommener Schwachsinn ist, weil meiner Meinung nach haben Pokémon keinen Wert. Abgesehen von vielleicht Legendären oder so. Aber an sich, darüber gehen wir auch noch im Laufe der Woche mit den IVs und so. Und das eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied macht. Also an Wert verlieren, meiner Meinung nach nicht, weil Pokémon meiner Meinung nach eigentlich keinen Wert haben. Aber so ein gewisser Reiz geht auf jeden Fall verloren.
diese Seltenheit, diese Begehrtheit geht auf jeden Fall verloren. Kann man negativ sehen, dass es halt schade ist, aber auch positiv, dass halt dann echt jeder an das Pokémon rankommt. Also schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es findet. Findet ihr es schlecht, weil dann dieser gewisse Reiz weg ist und es halt keine Seltenheit hat? Oder findet ihr es gut, weil ihr jetzt zum Beispiel einen Despoter machen könnt? Weil ich habe viele Nachrichten bekommen, die haben immer noch keinen Despoter. Was halt echt schwer zu glauben ist, weil man kann einfach einen Despoter-Raid machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel Ampharos zum Beispiel. Da hatten viele nicht genug Bonbons. Ich hatte das Glück und war auf allen drei Safari-Zonen. Und da gab es halt Voltilam als Event-Pokémon. Deswegen hatte ich so viele Bonbons. Aber ich kannte viele und habe von vielen gehört. Die hatten noch nicht genug Bonbons für einen Ampharos. Und durch den C-Day konnten sie sich halt endlich einen entwickeln. Also, beleuchten wir mal die eine Seite. Dass der Anreiz weg ist, dass diese Seltenheit weg ist. Ich blende das mal hier ein. Ich habe einen kurzen Ausschnitt rausgesucht. Alter, wir waren damals immer auf Tour, Scanner-Tour. Kennt ihr ja die ganzen Videos, die waren früher echt beliebt. Und wir waren echt froh, wenn wir 2-3 Lavita die Nacht gefangen haben. Also 3 war schon viel. Und was für Sachen wir dafür gemacht haben. Also echt richtig verrückt. Aber wie gesagt, ich blende kurz den Clip ein. Ich höre nicht, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich schwöre, ich dachte, wir sterben gleich. Gerade. Ich war, hatte echt Angst. Wir sind mitten irgendwo im Wald, Fürstenfeldbruck. Perch Night. Die Jungs haben mich eingeladen. Schauen wir mal, was so geht. Die haben mich schon gewarnt, dass es so aussehen wird, den ganzen Abend. Alles nur für ein Lavita, das gleich flieht. Okay, noch nicht. Danke. Du bist nicht gelaufen, du bist gegangen. Danke. Ich bin gelaufen. Oh Gott, nicht so viel. Egal, nur ein Lavita. Also das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack, wie es heute aussehen wird. Puh. Was macht ein Spielplatz hier mitten im Wald? Aber echt? Oh mein Gott. Also, er versucht jetzt hier zu wenden. Ich habe ein paar Mal Herzinfarkt bekommen. Ich fieber mit, dass er nicht gegen den Baum fährt von hinten. Alter. Ja, jetzt hat er es, glaube ich, überlebt. Oh. Nein, wir sind ja nicht, wir haben ja nicht gewendet. Ja, ja, noch nicht. Oh mein Gott. Ihr seht nichts, aber ich leide. Also damals gab es halt noch wirklich diese Jagd auf die Pokémon, weil die echt noch selten waren. Und jetzt, ich meine, nach dem C-Day, jeder hat wahrscheinlich über 1000 Bonbons dann. Oder zumindest ein paar hundert Bonbons von Glavita. Und erzähl das mal einem von 1,5 Jahren oder so. Okay, so lange auch nicht, aber sagen wir vor einem Jahr. Erzähl dem mal, dass die ganze Welt für 3 Stunden ein Lavita-Nest wird. Der wird dir den Vogel zeigen. Oder erzähl mal einem von Anfang, ja hey, weißt du was? Für 3 Stunden wird die ganze Welt ein Dratini-Nest. Alter, ich weiß auch damals, was wir alles für Dratinis gemacht haben. Dahin gelaufen und so, dies, das. Und echt jedes Dratini mitgenommen. Und dann gab es immer diese Gerüchte, dieses Gemunkel. Dratini-Nest hier, Dratini-Nest da. Und jetzt stellt euch vor, dem erzählt ihr, ja, für 3 Stunden ist die ganze Welt ein Dratini-Nest. Ich meine, damals war es auf jeden Fall lustig, die Pokémon, die seltenen Pokémon zu jagen und die zu sammeln. Und jetzt hat sich das Spiel halt ein bisschen weiterentwickelt in eine andere Richtung. Darüber reden wir vielleicht auch nochmal in einem anderen Video, weil zum Beispiel Nester sind komplett sinnlos geworden, weil durch die ganzen Events die Pokémon einfach immer da sind und man dadurch halt nicht mehr in die Nester gehen muss. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema für ein anderes Video. Aber jetzt ist halt echt so, es reizt gar nicht mehr so, Pokémon zu jagen. Also okay, Maps sind eh tot, also man kann eh nicht so viel jagen. Aber sagen wir, der Reiz auf Kindwurm oder Tarnel ist gar nicht so groß, weil jeder weiß, wieso die Mühe machen und irgendwie Kindwürmer sammeln und jagen, wenn irgendwann eh wahrscheinlich C-Day kommt und oder irgendein Event, wo man eh massenhaft an Bonbons bekommt. Also eigentlich, abgesehen von Legendären und Pokémon aus Raids wie Absol oder Flumkiefer, gibt es eigentlich keine seltenen Pokémon mehr. Das, diese Seltenheit ist einfach irgendwie gestorben. Ich weiß noch damals, Alter, das erste wilde Despoter. Ich glaube, das war einer meiner ersten Highlight-Videos, die ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen haben. Alter, das war so ein krasses Gefühl, wie jeder aus der ganzen Stadt dahin wollte. Und jetzt, Gen 3 haben die ja die Entwicklung nicht reingebracht. Also, die kann man gar nicht wild fangen, die Endentwicklung.
Und da, ich meiner Meinung nach, fehlt mir dieser Anreiz. Und wie gesagt, durch die ganzen C-Days und so, fehlt auch der Anreiz, irgendwie Bonbons zu sammeln von bestimmten Pokémon, von seltenen Pokémon, weil man weiß eh, die kommen irgendwann in Massen. Weil ich bin damals, ihr wisst, wir haben so verrückte Sachen gemacht für Lavita-Bonbons, Dratini-Bonbons und so weiter. Und jetzt ist es halt so, ich habe so viele Bonbons, ich entwickle Lavita und Dratini für EP. Also es ist auf jeden Fall schon heftig, der Vergleich zu früher, wie selten die waren und wie begehrt. Und wie stark die halt jetzt momentan ausgeschüttet werden, die ganzen Pokémon. Wie gesagt, man kann beide Seiten betrachten. Auf der einen Seite ist es ein bisschen langweiliger geworden. Diese Begehrtheit, diese Seltenheit, diese Jagd ist weg. Auf der anderen Seite kann man es halt auch so sehen, dass halt jeder die Chance hat, das Pokémon, die Bonbons zu sammeln von irgendwelchen Seltenen, weil ich weiß genau, nicht jeder hat eine Map benutzt, nicht jeder hat so viel Dratini oder Lavita gefangen wie ich und halt die anderen. Aber eure Meinung unten in die Kommentare, wie findet ihr es? Und ja, das war's eigentlich von mir. Nur eine kleine Diskussion, ich wollte mal über das Thema reden, eure Meinung dazu wissen, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin wieder draußen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.